heute Morgen und auch heute gibt es wieder Palatschinken, ein bisschen Obst und da noch. Und das ist so gut und ich weiß noch nicht, was das ist, genau. Das ist ja mein Nachtkasserl und ich weiß jetzt, wofür diese ganzen Teile hier sind. Und zwar das ist, damit die Reinigungskraft nicht reinkommen soll ins Zimmer. Und da kann man das Licht ein- und ausschalten im ganzen Zimmer. Da kann man die Vorhänge auf- und zu machen. Damit mache ich hier auch die Vorhänge auf und zu und das Fenster auf und zu. Damit schalte ich alles ein und aus. So ein Nachtkastel hätte ich auch gerne bei mir zu Hause. Voll praktisch. Wir warten jetzt gerade noch, bis unsere Koffer abgeholt werden und das Auto gebracht wird, weil wir fahren jetzt noch in ein anderes Hotel in eine andere Stadt. Und ja, warten jetzt noch ganz kurz. Und schau dir mal diesen coolen Fernseher an. Der dreht sich hier komplett auf Knopfdruck. Mit diesem Schiff sind wir jetzt gerade auf diese Insel gefahren. Das Wetter ist halt nur leider richtig schlecht, aber dafür fahren wir jetzt mit so einem kleinen Elektroauto zum Hotel. Und mein Gepäck wird da jetzt gerade in dieses kleine Elektroauto eingeladen. Das ist so ein Service. So peinlich, weil Freunde und ich, wir bleiben jetzt gar nicht so lange da. Wir sind jetzt in diesem Hotel nur 4 Tage und wir haben aber Gepäck, also wären wir 3 Wochen da. Und wir sind da im neuen Hotel und jetzt gibt es so eine kleine Roomtour. Ich war noch gar nicht richtig drinnen. Ja, mal alles ganz nett. Und yay. Meer und Sonne. Ja, ganz schön wild das Meer heute. Die Kästen sind auch so riesengroß. Ich komme mir so richtig klein vor. Und da geht es dann noch ins Badezimmer. Ganz viel Glas. Da bin ich. Und das neue Hotel ist echt total nett. Das ist so eine eigene Insel. So ein kleines Schlösschen. Und so schaut dann die andere Seite aus. Solche Gräser gefallen mir voll gut. Das greift sich auch so gut an. Ich glaube, das wäre Escadas Traum. Ganz weich. Gerade am Insel erkunden und dann gibt es halt so kleine Plätzchen, wo du dich halt herchillen kannst und da ein bisschen am Meer liegen kannst. Sehr nett hier. Ein bisschen windig noch heute, aber dann ist es nicht ganz so heiß, die Sonne. Und da drüben ist das Festland, also da fährt man ganz kurz mit dem Boot hin. Und nachdem es ein bisschen stürmisch draußen ist, gehen wir jetzt gerade in den Wellnessbereich und ich liebe Dampfbad und ich liebe es danach auch dann eiskalt abzuduschen. Und hier haben wir jetzt gerade noch so ein paar Liegen gefunden. Solche Schaukel liegen voll cool. Und da ist noch so ein kleiner Indoor-Pool und da draußen noch. Mega relaxing. Ich bin jetzt gerade in diesem Schaukelteil hier. Das ist voll cool. Und wir waren jetzt gerade im Dampfbad-Sauna. Eiskalt abduschen. Und im Urlaub lese ich am liebsten Comics. Am liebsten Donald Duck Comics. Einfach wo du nicht nachdenken musst. Das finde ich total angenehm. Diese Schaukeln sind so befestigt, ich muss es jetzt extra snappen, dass ich das meinem Freund dann zeigen kann. Vielleicht kann ich ihn überreden, dass wir das zu Hause auch bekommen. Und so sieht meine jetzige Aussicht aus. Voll cool, so ein Infinity Pool, wo man das Ende des Pools nicht sieht, dann direkt ins Meer. Und neben unserer Liege ist dieses super süße kleine Schlösschen, wo man auch drinnen wohnen kann. Sehr nett, die 2 Hängematten. Da werden sich mein Freund und ich jetzt gleich mal hinhauen. Und Sonnenuntergang. Und das Wasser ist so stark, dass hier jetzt alles übergeht. An so eine Aussicht kann ich mich definitiv gewöhnen. Total nett. Ich hoffe, bei dir ist es auch nett. Ich melde mich da aus Kroatien. Was ich in Kroatien noch total gerne mag, ist, dass das Wasser und das Meer einfach so schön durchsichtig ist und man es bis runter sehen kann. Das finde ich so cool. So, schauen wir mal, testen wir diese Hängematte. Da am Meer. Oh Gott, ich habe mich so auf diesen Snap konzentriert, dass ich jetzt gerade runtergeflogen bin von der Hängematte. Oh, ich bin genau darauf geflogen. Ich halte mich jetzt hier fest, weil jetzt hat es mich gerade so rausgehauen. Ich bin jetzt voll auf dieses Holzteil gefallen mit meinem Rücken. Aui. Was ich richtig cool finde, ist diese kleine Insel da hinten. Da überlege ich echt irgendwann einmal da mal hin zu schnorcheln, weil ich glaube, das wird ziemlich nett. Okay, und so eine Hängematte brauche ich definitiv auch. Also
Da kann ich ja Stunden drinnen liegen und dann bräuchte ich irgend so ein Meergeräusch noch irgendwo in Österreich. Aktuelle Aussicht. Gehen schon aufs Zimmer, anziehen und dann ab zum Essen. Und so einen Schminkplatz hätte ich dann zu Hause auch gerne. So praktisch. Ich gebe jetzt hier all meine Pinsel rein. So, und jetzt die Qual der Wahl. Was esse ich da? Heute ist ja Donnerstag. Und so ein richtiges Sommergetränk ist für mich der Hugo. Mache ich total gerne. Also das, was auch immer es ist, ich weiß es nicht. Gang 2. Mein Freund, ich weiß nicht. Ich glaube, das war irgend so ein Lasagnenteil, das war mega lecker. Also mein Freund fand ich nicht so besonders, aber das war super. Und der Hauptgang ist das, aber das schaut irgendwie nicht so lecker aus. Zucchini, Tomaten. Ich hatte gestern, das war so lecker. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht jetzt mal demnächst ein Video mache, wo ich deine Fragen beantworte. Also schreib mir einfach unter mein letztes YouTube-Video deine Frage, okay? Da waren wir jetzt gerade essen. Total nett. Und jetzt geht's wieder zurück ins Zimmer und da oben ist auch dieses kleine Schlösschen. Ist da irgendwo ein Fernseher an, da zum Beispiel auf diesem Schiff läuft jetzt gerade das Deutschlandpult oder hier ist auch noch ein Fernseher an, da wo das Spiel läuft. Und auch da hinten ist ein Fernseher, hier und auch da und auch im Eissalon, siehst du es da hinten? Hier, so, man geht hier so ein bisschen durch und an jeder Ecke, man hört vor allem, das auch, man versteht es halt nicht, was kroatisch ist, aber sehr lustig. Alle schon Fußball. Und da. Angenehm ist, mein Freund nämlich auch überhaupt kein Fußballinteresse hat und von dem her komplett egal, wer spielt. Und auch da. Also egal, ob wir das Ergebnis wissen wollen oder nicht, wir werden es so oder so mitkriegen, weil hier einfach der ganze Ort, auch da vorne schon wieder, das sind 4 Bildschirme nebeneinander. 1, 2, 3, 4. Das läuft hier auch alles in Stereo. Wir warten jetzt gerade am Hafen. Da ist der Hafen, also ganz viele Schiffe, bis unser Schiff kommt, bis wir wieder zurück auf unsere kleine Insel fahren können ins Hotel. Das hinter mir ist ja wirklich wie so ein kleines Prinzessinnen-Schloss. Siehst du das? Voll süß. Das habe ich heute schon so oft gesnappt. So, Del, kannst du mal ein Fragen- und Antworten-Video machen, wo du die Kommentare aus den Blog-Videos nimmst? Ja, mache ich jetzt gerade. Und danke, Marit und Angelina, für das nette Kompliment. An Juli fragt, was hast du dir bei deinem ersten YouTuber-Video gedacht? Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie schaue ich eigentlich aus? Also das war echt ein bisschen verstörend. Pink Fluffy Unicorn fragt, wann glaubst du, wirst du in Rente vom Reiten gehen? Also ab welchem Alter ist für dich Schluss beim Reiten? PS, ich liebe deinen Kanal, danke. Also reiten möchte ich so lange, wie es nur irgendwie geht. Bei uns im Stall gibt es auch einen Einsteller, der ist 74, glaube ich, und der reitet jeden Tag aus und das möchte ich definitiv dann auch. Blackie und ich fragt, bist du schon mal von deinem Pferd gefallen? Hast du dir richtig wehgetan? Ja, von der Skala, da war ich sogar auch im Krankenhaus. Dazu habe ich in meinem Fragen- und Antworten-Video ganz genaue Infos gegeben. Ratingen fragt, was magst du mehr, Burger oder Pizza? Oh mein Gott, beides. Und Kebab oder Döner, wie man in Deutschland sagt. Und was reitest du am liebsten? Springen, Dressur, Parcours. Puh, also Springen macht mir echt Spaß und Ausreiten gehe ich eigentlich am liebsten. Und am liebsten mache ich so Geschicklichkeitsparcours. Danke, Evelyn, für die lieben Worte, dass sie meine Videos liebt, weil sie manchmal außergewöhnlich sind. Und Simse und Pablo fragt, würdest du es ein paar Tage ohne Handy aushalten? Definitiv nein. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen.